Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins und zwar zur Folge 47. In der letzten Folge sind wir hier im Dorf nochmal rumgegangen, denn es hat sich hier die Gemeinschaft der Magier und Blackstone-Freisteller und die Kirche um mich. Die haben nach mir gesucht, so. Und zwar gibt es Aufträge, die wir jetzt annehmen Sehr werden. schön. Und ich werde sie alle vorlesen. Falsche Zeugen. Die Aktivitäten der Malefikare vor meiner Türschwelle sind nicht unbemerkt geblieben, weshalb ich nun selbst in Gefahr schwebe, vor die Templer verschleift zu werden. Einige Herumtreiber behaupten, sie hätten beobachtet, wie ich verbotene Künste ausgeübt habe und sind aufgebrochen, um der Kirche Berichte über meine angeblichen Taten zu überbringen. Ich bitte die Gemeinschaft der Magier, diese falschen Zeugen aufzuspüren und sie um jeden Preis aufzuhalten. Sie sind entlang der Straße von Lothering nach Denerim gereist. Sollten sie dort eintreffen, werden ihre Lügen mein Schicksal besiegeln. Nehmen wir einmal an. Das Geschenk des Schweigens. Der Erfolg dieser Gemeinschaft ist zu einem großen Teil von Wohlwollen der Templer abhängig. Deshalb verlangt ihre dauerhafte Sorge um unsere Sicherheit auch gewisse Zuständnisse. Um unsere Beziehung zu diesen guten und großherzigen Gesandten des Erbauers zu festigen, bitten wir darum, dass ein Mann oder eine Frau mit Format unsere gute Freunde mit dem Geschenk des Lyriums bedankt, beschafft sie Lyriumtränke und bringt sie zu Kommandantin Harris in Redcliffe. Können wir machen. Eine Katastrophe. Ich war derart mit persönlichen Projekten beschäftigt, dass ich es versäumt habe, grundlegende Zutaten für meine Kräuterarzneien zu sammeln, mit denen ich meinen Verstand für die andere Welt schärfe. Ohne sie bin ich am Ende. Am Ende. Ich werde diejenigen, der mir 10 Bündel Tiefenpilze bringt, demütigst entlohnen. Mit ihrer Hilfe könnte ich meine Sache nach Erleuchtung mit klarem Verstand und weniger Anfällen von Schläfrigkeit und Magenverstimmung fortsetzen. Möge diejenige, der diese Bitte erfüllt, für seine edle und selbstlose Tat mit Reichtümern und der Liebe des Erbauers überhäuft werden. Er bringt mir nicht weniger als die Erlösung. Kräutermagie und der letzte. In Zeiten wie diesen muss man selbst seine nächste Nachbarin dunkler Machenschaften verdächtigen, um zu verhindern, dass sie einen Schatten auf jene werfen, die im Licht wirken. Ich, Jubasto, ja, habe von einer geheimen Verbindung von Maleficaren gehört, die nah meines Heiligtums dunkle Rituale vollziehen. Obwohl ich aus tiefstem Herzen wünsche, dass sie für ihre dunklen Machenschaften zur Rechenschaft gezogen werden, zögere ich noch, sie der üblen Hexerei anzuklagen, solange ich nicht umfassendere Kenntnisse über diese Gerätschaften des Rituals und die Art der dunklen Magie gewonnen habe. Die Schriften des verhassten Maleficars Benestor müssen mir diese Erkenntnisse bringen. Soll ein Kurier in der Lage sein, mir Abschriften der Schriftrolle von Banastor zu beschaffen, würde ich mich dafür erkenntlich zeigen. Gut. Dann haben wir schon mal die ganzen Aufträge der Magier. Die Gemeinschaft der Magier dankt euch. Möge der Erbauer auf euch herablächeln. Ich glaube, da haben wir gerade die Quest abgeschlossen mit den Tiefenpilzen. Quest absolviert. Können wir ja mal gucken. Hier waren das. Kräutermagie, genau. Steht hier sogar. Super. Dann haben wir die Kräutermagie schon mal abgeschlossen, dadurch, dass wir schon Tiefenpilze gesammelt haben. Und ein Sovereign haben wir dafür bekommen. Schön. Gut, dann haben wir die Geschäfte der Magier soweit angenommen. Jetzt müssen wir noch bei der Kirche und bei dem Blackstone-Freischaler da vorbeischneiden und diese annehmen. So, gucken wir mal. Gut geschmiert. Meine Freundin, ich habe eine Aufgabe für euch, die ein gewisses Maß an Taktgefühl und Diskretion erfordert. Ich denke, ihr seid perfekt dafür geeignet. Die Blackstone-Freischärler können ohne die Gönnerhaft der adligen Magier und anderen Gruppen, die unsere Dienste in Anspruch nehmen, nicht überleben. Damit diese Dienste aber eine Zukunft haben, müssen wir sicherstellen, dass die Leute auch unsere Interessen wahren.
Aus diesem Grund bitte ich euch, eine Reise nach Denerim zu unternehmen und dort gewisse Personen unsere Wertschätzung auszudrücken. Kehrt zurück, wenn dies erledigt ist, damit ich dafür sorgen kann, dass ihr eure Belohnung erhaltet. Euer Freund Tauran. Der Tauran, ja, ja. So, dann haben wir die schon fertig und jetzt müssen wir noch die ellenlange Questaufliste von denen annehmen. Das sind auch nochmal 4 Stück, okay. Karawane Not. Schwester Giselle verkündet, wir haben die unglückliche Nachricht erhalten, dass die Dunkle Brut ihre Vorstöße nun auch auf Gebiete ausgedehnt hat, die bislang für Reisende als sicher galten. Ein Bote von einer Grenzkarawane berichtet, sie seien nichts ahnend in befallenes Territorium gefahren und dort von seinen mehreren Kreaturen verfolgt worden, die sie aber nicht gesehen hätten. Er wurde losgeschickt, um Hilfe zu holen und weiß sie weder, was seine Kameraden widerfahren ist, noch ob die Handelsroute noch besteht. Reisende durch dieses Gebiet werden zu erhöhter Vorsicht angehalten. Wer sich in der Lage sieht, die in Bedrängnis geratene Gruppe zu retten oder zumindest ihren Status zu ermitteln, erhält dafür eine Belohnung. Brüder und Söhne. Schwester Rana schreibt im Namen ihrer Nachbarn, die Vorstöße der Dunklen Brut im Süden haben die Kommunikation enorm erschwert, sogar über die offiziellen Kanäle. Die Verwandten der Rekruten in der Osthügelkompanie haben mich angefleht, Nachrichten zu ihren Brüdern und Söhnen zu bringen. Ich verfüge nicht über die nötigen Mittel dazu, könnte aber einem Reisenden die mutigen Herzen die Position ihres derzeitigen Gefechtes geben. Wer die geliebten Menschen findet, dem biete ich dafür ein wenig Silber, das dem Gremium zur Verfügung gestellt wurde, soweit die tiefe Dankbarkeit der Kirche. Oberflächlich. Ein Bote überbringt diese Bitte von Kommandant Tamis, obschon die mir zu Ohren gekommenen Berichte mit Sicherheit übertrieben sind, beunruhigt es mich doch, dass Kreaturen Redcliff angreifen. Wenn wir diese wieder natürlichen Wesen nicht bekämpfen und ihre Wiederauftauchen verhindern wollen, benötigt die Magier in meinen Diensten sorgsame zubereitete Proben ihres Fleisches. Sollten sie danach erneut auftauchen, sind wir bestens vorbereitet. Wenn erfahrene Krieger zur Verfügung stehen, sollen sie Proben der verbliebenen Kreaturen beibringen, so nahe der Quelle wie möglich. Die Kirche wird diese einfache Aufgabe mit spirituellen Fürbitten vergelten. Für größere Mengen stehen auch Goldmünzen bereit, aber deren Verfügbarkeit ist begrenzt. Oh, cool. Okay. Und die letzte, Schwester Rana, hat von einer bevorstehenden Tragödie erfahren. Ein Bote hat mir schlimme Nachrichten gebracht. Eine Gruppe von Flüchtlingen wurde vor der Dunklen Brut verfolgt. Sie wurden auf ihrem unbekannten Gelände eingekesselt und kämpfen nun um ihr Leben. Alle Templer sind beschäftigt und ich selbst verfüge nicht über derlei Mittel. Wenn jemand mit der entsprechenden Fähigkeit diese Leute retten würde, so kann ich ihm dafür nur den ehrlichen Dank von mir selbst und der Kirche anbieten, in der Hoffnung, dass diese Person damit zufrieden ist. Okay. Auch nochmal Quest erhalten. Schön. Dann haben wir einige Quests erhalten. Wir sind hier soweit im Dorf dann, glaube ich, auch erstmal fertig, ne? Wir haben verkauft. Wir sind hier unten fertig. Das Einzige, was wir noch machen können, ist jetzt nochmal in der Taverne gucken und dann oben zu den Typen dahin gehen, die auf uns warten. Gehen wir erstmal in der Taverne gucken. Die Taverne. Oh, hier können wir wieder ein bisschen was klauen, ne? Klatschmaul, Miliz. Bella. Eine Weile habe ich nicht gedacht, dass einer von uns das überlebt. Schön, dass es dennoch so ist. Das ist auch schön. Ja. Kann ich euch was bringen? In Ordnung. Lloyd hat alles im Hinterzimmer gelagert. Bedient euch ruhig. Ja, da haben wir, glaube ich, uns schon alles geholt, genau. Joa, das Einzige, was wir machen können, ist Liliana.
Und hier die Leute noch zu beklauen, die hier noch stehen. Das ist die Strafe des Erbauers, ganz bestimmt. Dafür, dass wir diese Magier und ihre Zirkel gewähren lassen. Wir sollten sie einfach töten, nur um sicher zu gehen. Der Erbauer wäre uns bestimmt dankbar. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Erbauer stinkig auf euch sein könnte. Ah, das ist ein anhaltender Skill, okay. Können wir damit hier machen. Ja, natürlich. Oh, einen gibt's hier noch. Seid gegrüßt, Herrin. Beachtet uns gar nicht. Wir unterhalten uns nur. Aber gern. Seid lieber vorsichtig. Die dunkle Brut kommt. Okay. In Ordnung. Da war denn jetzt? Oh, 37. Schön. Was hat hier Alistair schon? 17. 12. Okay. Naja, gut, dann gehen wir hier wieder raus. Dann haben wir hier alles. Oder war da noch einer? Nein. Okay, dann gehen wir hier raus. Sehr schön. Gut, und dann würde ich sagen, geht es hier mal hoch. Wir werden mal mit den Leuten da sprechen. Da ist ja noch Bentigen, der wollte sich ja da oben hinstellen bei der Mühle. Und da oben ist nun mal die Mühle, wie ihr seht. Und da wollen wir jetzt hin. Vorher abspeichern, man weiß ja nie. Ach, der ist das hinter, wo man die Sachen hinbringen soll. Okay. Was jetzt? Wie ihr meint. So. Bentigen. Das Schloss sieht von hier seltsam ruhig aus. Als wäre überhaupt niemand mehr drin. Ich sollte keine Zeit mehr verlieren. Mein Plan war, ins Schloss zu gehen, sobald das Dorf in Sicherheit war. Es gibt einen Geheimgang hier in der Mühle, der nur meiner Familie zugänglich ist. Okay. Warum sagt ihr das nicht früher? Ihr wärt dann ins Schloss gegangen, anstatt im Dorf zu bleiben. Und wir brauchten Krieger. Es tut mir leid, wenn ich... beim Atem des Erbauers. Tegen, dem Erbauer sei Dank, dass du noch lebst. Isolde, du lebst? Wie bist du... Was ist passiert? Keine Zeit für lange Erklärungen. Ich habe nach der Schlacht das Schloss schnellstmöglich verlassen und muss in Bälde zurück sein. Und du musst mit mir zurückkehren, Tegen. Allein. Warum gehen wir nicht alle ins Schloss? Was? Wer ist diese Frau, Tegen? An mich erinnert ihr euch doch, Lady Isolde? Alistair? Bei allen... Warum seid ihr hier? Das sind graue Wächter, Isolde. Ich schulde ihnen mein Leben. Verzeiht. Ich würde ja Höflichkeiten austauschen, aber angesichts der Umstände... Bitte, Lady Isolde. Wir wussten nicht, dass im Schloss noch jemand lebt. Wir brauchen Antworten. Ich weiß, Erklärungen sind vonnöten, aber ich... Ich weiß nicht, was ich ohne Gefahr erzählen kann. Tegen... Im Schloss ist etwas sehr Böses. Die Toten erwachen und jagen die Lebenden. Der verantwortliche Magier wurde ergriffen, aber das hat die Lage nicht verbessert. Und außerdem wird Connor wohl wahnsinnig. Wir haben überlebt, aber er will das Schloss nicht verlassen. Er hat so viel Tod gesehen. Du musst ihm helfen, Tegen. Du bist sein Onkel. Auf dich hört er vielleicht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Was ist mit Al-Imen? Lebt er noch? Ja. Bis jetzt wird er noch am Leben gehalten, dem Erbauer sei Dank. Am Leben gehalten? Wovon denn? Von einem Zauber des Magiers. Dadurch können Imen, Connor und ich am Leben bleiben. Die anderen hatten weniger Glück. Es hat viele getötet und ihre Leichen zu wandelnden Albträumen gemacht. Und als es im Schloss fertig war, machte es im Dorf weiter. Es will, dass wir leben, aber den Grund kenne ich nicht. Es hat erlaubt, dass ich dich hole, Tegen, weil ich darum gebettelt und gesagt habe, dass Connor Hilfe braucht. Könnte dieses Böse wohl eine Art Dämon sein? Ich weiß es nicht.
Oh, der Erbauer sei uns gnädig. Könnte es wirklich ein Dämon sein? Es darf meinem Connor nichts tun. Du musst mit mir zurückkommen, Tegan. Bitte! Ich möchte mehr über diesen Magier erfahren. Warum habe ich das Gefühl, dass ihr uns nicht alles erzählt? Warum muss Tegan alleine gehen? Wegen Connor. Ich habe zugesagt, schnell zurückzukehren und nur Tegan mitzubringen. Tegan. Natürlich kannst du deinen Männern befehlen, mir ins Schloss zu folgen. Ich bitte dich nur um Connors Willen, es nicht zu tun. Genug der Fragen, wir müssen entscheiden, wie wir vorgehen. Der König ist tot. Wir brauchen meinen Bruder jetzt dringender als je zuvor. Ich kehre mit dir ins Schloss zurück, Isolde. Oh, dem Erbauer sei Dank. Sei gesegnet, Tegan. Sei gesegnet. Dann besteht wohl keine Wahl. Ich hege nicht die Illusion, dass ich allein mit dem Bösen fertig werde. Aber ihr habt euch als wahrhaft beeindruckend erwiesen. Isolde, entschuldigst du uns einen Moment? Wir müssen kurz etwas besprechen, bevor ich mit dir ins Schloss zurückkehre. Bitte mach schnell. Ich warte bei der Brücke. Hört sich alles nicht gut an. Hier mein Vorschlag. Ich gehe mit Isolde und ihr gelangt über den Geheimgang ins Schloss. Mein Siegelring öffnet die Tür. Vielleicht kann ich das Böse im Schloss ablenken. Damit steigt eure Chance, unbemerkt hineinzugelangen. Was haltet ihr davon? Was genau soll ich machen, wenn ich drin bin? Wenn ich das nur wüsste. Aber ich weiß genauso wenig wie Isolde über diese böse Macht. Sir Perth und seine Männer können am Schlosseingang nach Gefahren Ausschau halten. Wenn ihr die Tore von innen öffnet, können sie rein und euch helfen. Es gibt wohl niemanden mehr, der euch helfen könnte. Wenn ihr nicht geht, ist es an mir, mein Möglichstes zu tun. Hier ist mein Siegelring. Er öffnet das Türschloss in der Mühle. Was immer ihr tut, das Wichtigste ist Eamon. Bringt ihn raus, wenn es sein muss. Isolde, ich und alle anderen, wir sind entbehrlich. Das glaube ich nicht. Ich werde euch alle retten. Versprochen. Ihr seid eine gute Frau. Der Erbauer hat auf mich herabgelächelt, als er euch nach Radcliffe geschickt hat. Wir lassen ihn einfach mit dieser Frau gehen? Ist das nicht zu gefährlich? Ich kann nicht länger warten. Ich sage euch zum Abschied Lebewohl. Und viel Glück. Ja, Liliana, wir werden dir einfach mal so ziehen lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge erstmal wieder. Macht es gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.